Habt ihr das gerade gesehen? Nee, ne? Und wo ist mein Spiegel? Da. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Streamer im Land? Oh. Ey, hört auf, jetzt muss ich wieder. Ey, wir haben Leute in der Community, ihr braucht euch nicht outen. Die fressen Krümeltäne, also die löffeln den krümeligen. Ist der Typ. Junge, die war jahrelang mit mir zusammen und verheiratet. Die ist einfach, die macht das immer. Die stell dir mal vor, du müsstest dein Leben mit mir verbringen. Da machst du irgendwann auch nur noch. Ja? Erstmal Bio holen, ja. Ja, aber meinst du, warum wir verheiratet waren, Leute? So, ich hol mir mal eben Kaffee. Dann steht da Fleisch. Dann steht da tatsächlich Fleisch. Und ich stehe vor der Fleischtheke. Egal, was du kaufst, es wäre falsch gewesen. Ich, wieder das Handy, angerufen. Ja, ich sag, was ist Fleisch? Dann sagt die ohne, und das ist wirklich so, Frau Balea, hörst du mich gerade zufällig? Bestätige das, ja? Ich rufe sie an. Ich stehe beim Edeka vor der Fleischtheke. Ich so, da steht jetzt nur Fleisch. Ja, guck doch mal, was sie haben. Mann, wir wohnen in Deutschland. Die haben alles. Da werde ich sauer. Da werde ich wirklich sauer in dem Moment, ne? Das ist so. Ja, Sana Yara hat's herausgefunden, dass du Schuld hast. Ja? Helmchen, du hast Schuld. Du hast heute die Arschkarte des Tages, ja, weil du der Schuldige bist. Egal was ist, du hast Schuld heute. Ja, danke Sana Yara, dass du das aufgedeckt hast. Ja, das ist jetzt kein Petzen gewesen, Sana Yara. Ja, also mach dir da nicht irgendwie Vorwürfe oder so. Nee. Ausrufezeichen Schuld. Sana Yara! Ja, jetzt haben wir es. Das habe ich mir schon immer gedacht. Wunderbar. Sana Yara ist schuld, hat Schuld. Hier, könnt ihr das mal klippen, sonst glaubt ihr das wieder nicht. Ja? Hier. Da. Sana Yara hat es wieder verbockt, da steht's. Ja? Schuld hat sie. Was ist denn eigentlich deine Meinung zu Käse? Ja, Käse in Arsch ist geil. Käse, umgekehrt. Käse am Brot. Ach man, Käse auf dem Brot ist geil, Käse in Arsch ist scheiße. So. Ach, alles kann und wird gegen mich verwendet. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich sag hier gar nichts mehr. Das ist mir einfach zu viel hier. Jetzt geht's. Nein, aber was müssen wir jetzt machen? Ich trau mich das wirklich nicht zu sagen, aber ich muss Spanngurte über die Eier. Zack. Ja, Spanngurte über die Kommunikationsleute arbeiten, ne? Ja. Die müssen eigentlich oben, weißt du, kennst du das hier, wie der US-Präsident dieses Fähnchen am Kragen hat? Ja, oben so ein T oder ein V oder was weiß ich was, eine Markierung haben. Ach, guck mal, der arbeitet da. Ja. Und wenn die bei Mc's reingehen und eine 20er Chicken McNuggets bestellen, ne? Dann müssten die auch nur 5 kriegen. Ja, sind ja bis zu 20 Chicken McNuggets in gekriegt. Und wenn die beim Volkswagen auf den Hof fahren und sich einen Golf kaufen mit 200 PS, dann hat der aber auch nur 200 PS beim Berg runterfahren. Beim Berg hochfahren hat der nur 5. Ja, das ist nämlich nicht dann, wenn du es brauchst, sondern in der Nacht hast du ja dann auch dein volles Internet, weißt du? Immer wenn du es brauchst, kriegst du nicht. Ja, oder im Steakhouse. Ja, ich hätte gerne so ein 500 Gramm Steak. Da kommt einer wieder mit so einer Aufschnittscheibe. Ja, sind bis 500 Gramm. Entschuldigung. Was denn für Geheimnisse? Ja, aber ist egal. So, wo ist denn da? Oh. Alter, wie geil ist das denn? Das Ding fährt.
Nein, nein, nein. Ich wollte zwar auch Richtung... Steh auf. Ist es bei euch untenrum? Mau, macht euch doch bei Povi schlau. Ja, ich weiß, sieht scheiße aus, aber Hauptsache, er sieht nicht so scheiße aus. Flip, flop, flap, flap, flip, flap. Toni, was heißt Toningenieur auf Arabisch? Mach mal lala. Was heißt Glatze auf Arabisch? Davamahada. Schwierig, das ist richtig schwierig mit euch. Warum haben Enten Plattfüße? Warum haben Enten Plattfüße? Das ist eigentlich noch relativ logisch. Um das Feuer auszutreten. Warum haben Elefanten Plattfüße? Um brennende Enten auszutreten. Ah, schön. Also, ja, finde ich gut. Kommt ein Pferd in einen Blumenladen und kauft ein Gänseblümchen. Kommt eine Gans in den Blumenladen und kauft ein Pferdeblümchen. A few moments later. Warte mal. Mann, warum lache ich? Der ist Kernscheiße. Warum lache ich? Dankeschön. Ha, nicht für dich. Ja, was soll ich sagen? Ich war jetzt die letzten zwei Tage auch nicht ohne Grund nicht online, weil ich stehe vorgestern auf und guck, Stuli nicht da. Stuli war weg. Ja? Ich habe überall geschaut, im Bad, Küche, Garten, ja? Stuli war weg. Und ja, ich habe bei Balea angerufen, ist sowohl Stuli war weg. Kein Zettel, kein nichts, kein gar nichts. Stuli war einfach weg. Und dann bekomme ich auf einmal eine E-Mail. Ja, von Stuli. So von wegen, hey, sorry, dass ich einfach so abgehauen bin. Ich wollte nur sagen, ich bin gut angekommen. Ja, Stuli ist in der Normandie. Ja, ihr seht hier gerade ist Stuli am Pointe-York. Hat sich's gut gehen lassen. Gestern Abend hat Stuli noch ein Bild geschickt aus dem Garten im Ferienhaus. Stuli in der Normandie gönnt sich Cidre etc. Ja. Weiter. Hier kennt ihr vielleicht auch aus dem IRL-Stream. Ja. Stuli auch zum Utah Beach. Er kannte das ja von den ganzen Streams etc. Ja. Von den ganzen Donations ist Stuli nicht im Urlaub. Stuli ist in Rente. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer ohne erotische Vorstellung nicht geeignet. Junge, was habt ihr für Fantasien? Backen und trinken. Ja, das ist von der Backfee. Ja. Und wenn ihr den nehmt von der Fee, dann müsst ihr den Kakao auf dem Fetisch zubereiten. So wie Opa ohne Zähne. Vielleicht auch mit der Zunge so leicht so.
Und dann geschluckt. Achso, da kann ich es mir selber machen, ne? So. Na, ist egal. Aber wie ich jetzt kommt da zumindest rein. Alles gut. Und wenn es lange dauert, ist es scheißegal. Hauptsache, ich habe mein Erfolgserlebnis. Oh, jetzt, ich bin in so einem feuchten Loch hier drin. Scheiße. Ich habe einen kleinen Rüdiger. Ja, in mir drin. Also. Ach, deine Gurke ist so heiß. Oh, wieder voll gespritzt. Das war wieder zu viel, ne? Wieso hört sich das jetzt falsch an? Hä? Was ist denn jetzt schon wieder? Och, ich hab, ja, ich hab wieder 2 Sekunden länger gebraucht. Aber ich bin zweideutig, ich bin versaut, ihr klein... Saut, echt, wirklich, ohne Scheiß. Aber ich bin immer der... Ja. Ich hab keinen Bock auf Elden Ring, ne? Ich guck da sau gerne zu, aber ich rage wirklich. Ich rage ja wirklich selten, aber da rage ich komplett. Das wollt ihr nicht sehen. Leute, ihr raged dann selber. Nur beim Zuschauen würdet ihr schon mit Hass ragen. Ragen. Die Flechtfrisur, ne? Obwohl, das ist auch schön. Ich wollte schon immer einen Pferdeschwanz. Oh Gott, es tut mir leid. Komm rein. Bitte, aber ganz schnell hier. Die ärgern mich. Die ärgern mich hier. Alle. Community. Die Typen hier im Spiel. Das sind Ärgerer. Ja. Das Pferd hat Hörner, ja sicher. Das ist ein Horny. Das ist ein Hornimanns. Ja, also das ist der entweder der Salzsimulator oder der Sterbesimulator. Deswegen Dauersterbe. Und da sind meine Todeszahlen. Nein, nicht so oft. Dass du ein bisschen kleines Ver... Nein. Alter! Was ist denn bei ihm nicht richtig? Ach ja, blas schön in deinen Horn, Alter. Ich hab einen Pfeil im Kopf. Warte, jetzt gehen wir hier mal in den Kampf. Hä? Ist ja nicht so, dass ich im Nahkampf total schlecht bin, ne? Ja! Witty, du hast Glück gebracht! First try! Hier können wir Karte aufdecken! Olé, olé, olé!